Ja, hi, herzlich willkommen zu einem kleinen Yoga Basic Mini. Wir starten direkt in der Haltung des Kindes. Das heißt, du gehst auf deine Yogamatte, auf die Knie und legst den Oberkörper auf deinen Knien ab und kommst erstmal in aller Ruhe bei dir an. Nimmst zwei, drei tiefere Atemzüge und kommst in aller Ruhe bei dir an. Schön atmen. Kannst auch die Knie aufmachen, wenn dir das unangenehm ist. Oder lässt die Beine geschlossen. Und jetzt, wenn du magst, nimm deine Arme ein Stück nach vorn. Kannst auch hier die Knie öffnen, um mit dem Oberkörper durch die Knie zu sinken. Und dann streck dich mit deinen Armen ganz weit nach vorn. Und dann kannst du langsam mit deinem Oberkörper nach oben kommen in so eine Art Vierfüßlergang. Die Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Und dann gehst du in ein Hohlkreuz, atmest ein. Und mit der Ausatmung nach unten. Nochmal tief ins Hohlkreuz. Blick geht nach oben. Einatmen. Und mit der Ausatmung wieder nach unten. Und noch einmal tief einatmen in ein Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung wieder nach unten. Genau. Noch einmal nach oben atmen und ein letztes Mal nach unten in ein Katzenbuckel. Und dann fang einfach mal an, dich ein bisschen zu regeln und zu strecken, wie du jetzt gerade bist. Einfach nach links, nach rechts, mal in alle Richtungen. Einfach ein bisschen den Körper in alle möglichen und unmöglichen Richtungen dehnen. Hier gibt es nichts richtig und falsch zu machen. Einfach ein bisschen in Bewegung kommen. Und dann heb mal die Knie ein bisschen vom Boden ab, halt das und setz wieder ab. Und noch einmal einfach die Knie vom Boden abheben, kurz über dem Boden halten, ein bisschen Spannung in den Oberkörper bringen und wieder absetzen. Und noch einmal die Knie anheben, kurz halten und dann auch hier wieder absetzen. Setz dich gerne ein bisschen auf deine Fersen, atme kurz durch, komm bei dir an. Einfach zwei, drei tiefe Atemzüge wieder nehmen und dann setz dich einfach kurz auf dein Gesäß, streck die Beine nach vorn und überschlagen mit dem rechten Bein das linke. Wir gehen in einen ersten Drehsitz. Umfass mit deinem linken Arm das rechte Knie und schau nach hinten. So weit wie du kommst in die Rotation. Einfach nach hinten schauen, atmen und die Drehung genießen. Und dann kannst du dich langsam wieder nach vorn drehen, streckst beide Beine aus und nimmst jetzt dein linkes Bein über das rechte. Umgreifst mit dem rechten Arm das linke Bein und schaust hier auch nach hinten. Und atmest hier in dieser Position weiter. Ganz in deinem Tempo. Langsam wieder nach vorn die Beine ausstrecken, die Arme über den Kopf nach oben und dann gehen wir in eine erste leichte Vorbeuge, so weit wie du kommst mit deinen Händen, vielleicht auf die Knie, vielleicht an die Schienbein. Kannst auch ein bisschen nach vorn und nach hinten dich bewegen, dass du in so einer Wippbewegung bist. Und dann dort, wo du dich festhalten kannst, halt dich einfach fest und geh in die Vorbeuge. Atme hier, geh wirklich nur so weit, wie es dir gut tut heute Morgen.
wie es für dich passt. Schau einfach mal, wie weit du dich heute Morgen nach vorne beugen kannst. Und dann komm auch hier in deinem Tempo wieder nach oben. Und dann rutsch ein Stück nach vorn und winkel das linke Bein an, streck das rechte aus. Rechte Bein ist gerade und dann langsam nach hinten ablegen, wenn du magst, auf die Ellenbogen. Oder wenn es bei dir noch weiter geht, kannst du auch den gesamten Oberkörper ablegen. So dass du eine schöne Dehnung in deinem linken Bein spürst. Du kannst auch die Arme hinter den Kopf nehmen. Und dann einfach hier wieder atmen, kurz zur Ruhe kommen, linken Oberschenkel schön dehnen. Und dann auch hier wieder langsam nach oben kommen, das linke Bein ausstrecken. Kannst, wenn du willst, kurz die Beine ausschütteln. Und dann winkelst du dein rechtes Knie an. Wieder so, dass der Fuß mit dem Spannen auf der Matte liegt. Und auch hier kannst du wieder zurückgehen oder dich gleich auf die Matte legen, die Arme nach hinten nehmen und einfach ganz gemütlich liegen bleiben und die Dehnung im rechten Oberschenkel genießen. Tief atmen. Und dann ist es Zeit, auch hier wieder langsam in deinem Tempo, wirklich langsam nach oben zu kommen, die Arme an die Seite zu nehmen und dann mit den Armen oder den Bauchmuskeln nach oben. Jetzt schließ deine Fußsohlen zusammen, dass du wie so eine Art kleine Raute zwischen dir und deinen Füßen hast. Und dann geh langsam mit deinem Kopf ein Stück nach vorn. Wenn du es schaffst, leg ihn gerne auf die Füße. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Die Beine gehen zur Seite nach außen, die Knie. Und dann halt dich an den Füßen fest. Und es ist nicht schlimm, wenn der Kopf nicht aufliegt. Einfach so weit, wie du kommst. Einfach die Dehnung genießen und entspannen. Und bei dir ankommen. Genau so. Kannst auch ein bisschen in der Hüfte wackeln, wenn dir das hilft, ein bisschen tiefer in die Dehnung zu kommen. Und dann komm langsam auch hier in deinem Tempo wieder nach oben. Jetzt winkel das linke Bein an, das rechte ist zur Seite ausgestreckt. Und wir gehen jetzt mit einer Einatmung den Arm nach oben und senken uns zur rechten Seite, so weit wie es geht. Ist nicht schlimm, wenn du nicht an den Fuß kommst. Hältst du halt am Fußgelenk oder am Schienbein fest, so wie es passt. Und wenn du magst, kannst du auch den rechten Arm noch Richtung linkes Knie nehmen, dass du noch eine kleine Verdrehung mit hast. Aber ansonsten bleib einfach in der Seitwärtsneigung zu deinem rechten Bein. Und atmen, nicht vergessen, ganz wichtig, tief atmen, komm langsam wieder nach oben, wechsel die Seite, der linke Fuß geht nach draußen, der rechte kommt nach innen und wir atmen wieder tief ein und lehnen uns über die linke Seite. Halt dich an deinem Fuß, an deinem Schienbein oder Knie fest, wie es gerade passt. Du kannst auch hier, wenn du willst, den linken Arm Richtung Knie nehmen. Ansonsten bleibst du einfach in der Haltung. Und natürlich tief atmen. Der Atem ist der Schlüssel. Es geht gar nicht darum, besonders weit zu gehen in die Position. Es geht darum, tief in den Positionen zu atmen. Und dann öffne nochmal deine Beine, beide zur Seite. Und dann komm langsam mit dem Oberkörper ein Stück nach vorn, so weit wie es geht. Erzwing nichts jetzt.
einfach nur so weit, wie es geht. Geht hier nicht um Vergleichen, sondern es geht um Kontakt mit deinem Körper aufzunehmen. Zu schauen, was ihm heute gut tut und ihm das zu geben. Kannst dich auch nochmal nach links zu deinem Fuß neigen. Nochmal und über die Mitte, wenn du möchtest. Nochmal nach rechts. Über die rechte Seite beugen. Und dann langsam zur Mitte und nach oben wieder. Kurz innehalten, dich wieder auf deine Matte setzen. Diesmal ein Stück nach vorn, du kannst den Oberkörper ablegen. Schau, dass die Hände gerade so bis zu den Fersen kommen. Wir gehen nochmal in eine Brücke. Füße sind parallel und dann heb den Oberkörper. Die Schultern können unter dem Schulterblatt zusammenruckeln, die Hände zusammen und tief atmen. Hier in der Brücke. Tief atmen, das Becken nach oben strecken. Und dann langsam wieder ablegen. Wir werden eine zweite Runde machen. Wenn du willst, kannst du hier in das komplette Rad gehen. Oder du machst das nochmal. Für das komplette Rad stellst du deine Hände neben die Ohren und drückst dich dann einmal komplett in das gesamte Rad. Oder du machst nochmal die Übung von gerade eben. Schau einfach, was für dich passt. Schau, dass die Knie zueinander zeigen. Parallel ausgerichtet sind. Du kannst auch auf die Zehenspitzen gehen. Und dann hier auch langsam wieder nach unten kommen. Nach unten kommen. Die Beine können aufgestellt bleiben. Wir werden jetzt noch einen Seitwärts-Twist machen. Dafür kannst du entweder die Beine übereinander legen einfach oder du umschlingst mit einem Bein das andere. Also in diesem Fall mit dem linken Bein um das rechte. Vielleicht kannst du dich auch hinten verhaken. Und dann drehst du nach rechts, der Arm nach links. Schau, dass die Schulter auf dem Boden bleibt. Blick kann auch nach links gehen. So, dass du hier einfach eine schöne Drehung, einen schönen Twist nochmal in deiner Wirbelsäule hast. Hier langsam zurückkommen. Die Beinumschlingung wechseln. Das rechte geht über das linke, kann sich auch festhaken und dann dasselbe Spiel zur anderen Seite, nach links drehen und nach rechts schauen, rechte Schulter auf dem Boden, genau, und tief atmen, immer tief atmen, atmen ist der Schlüssel. Und dann kommen wir nochmal zur Mitte, stellen die Füße auf, ziehen die Knie nochmal ran an den Oberkörper. Machen kleine Kreisbewegungen und wir schwingen nochmal ein bisschen von vorn nach hinten, um uns eine kleine Massage für den Rücken zu gönnen. Einfach noch zwei, dreimal schaukeln und dann kommen zum Sitzen, zum Abschluss. Setzen wir uns nochmal kurz hin in den Schneidersitz oder in einem Sitz, wie du gut sitzen kannst, nochmal zur Ruhe kommen kannst am Morgen hier. Einfach nochmal ein, zwei Minuten innehalten. Nochmal nachspüren, wie es jetzt vielleicht deinem Körper gerade geht nach dieser Anstrengung. Und einfach ganz still bei dir sein, mit dir sein. Den Tag willkommen heißen. Und einfach gut mit dir sein. Wenn dir viele Sachen im Kopf rumschwirren, kannst du immer zu deinem Atem zurückkommen. Einfach deinen Atem beobachten. Und dann wünsche ich dir jetzt einen ganz schönen Tag. Kannst noch sitzen bleiben oder kommst langsam zurück. Schön, dass wir gemeinsam geübt haben. Bis dann, ciao.